sind die Blostans vorbeigekommen. Sie haben was mit meiner Tür gemacht. Ich kann sie nicht mehr öffnen. Vielleicht ein Kurzschluss. Sie sagten, sie wollen die Ausbreitung der Seuche kontrollieren. Dabei bin ich nicht mal infiziert. Verdammte Toriana. Das ist bestimmt irgendeine Schutzgeldnummer. Erst schließen sie mich ein, zwei Tage ein. Und dann darf ich wieder raus, wenn ich dafür bezahle. Wir sind aufgeflogen. Ein Mensch. Als wir sahen, dass die Tür sich öffnete, dachten wir, die Turianer hätten uns gefunden. Seit Ausbruch der Seuche sind die Blue Suns hinter uns her. Sie bringen genauso viele Leute um wie die Krankheit. Warum verstecken sie sich hier? Wenn wir einen Fuß auf die Straße setzen, sind wir Geschichte. Jedes Alien im ganzen Bezirk würde Jagd auf uns machen. Sie glauben, wir hätten die Seuche verursacht. Menschen werden nicht krank und das reicht ihnen als Beweis. Niemand weiß, wie viele von uns sie schon erwischt haben. Sie sollten lieber die Vorcha unter die Lupe nehmen, nicht uns. Denn seit dem Ausbruch der Seuche übernehmen die Stück für Stück das Revier der Blue Suns. Sie sagten, die Vorcha wären direkt nach Ausbruch der Seuche gekommen? Direkt nachdem der Bezirk unter Quarantäne gestellt wurde. Vorcha sind immun gegen Krankheiten, also konnte ihnen nichts geschehen. Keine Ahnung, wo sie herkamen. Bis dahin gab es hier nur wenige Vorcha. Es sah so aus, als wären sie auf diese Situation gut vorbereitet gewesen. Aber keiner glaubt, dass die Vorcha schlau genug wären, um so ein Virus zu entwickeln. Die Blue Suns brauchen einen Sündenbock, und da kommen wir gerade recht. Sie sagten, die Vorcha hätten das Revier der Blue Suns übernommen? Sie haben es versucht. Aber so leicht geben die Blue Suns nicht auf. Die Seuche hat sie geschwächt, aber sie haben immer noch genug Feuerkraft, um einen Teil ihres Reviers zu verteidigen. Die Turianer werden zurückgedrängt. Je tiefer sie in den Bezirk kommen, desto mehr Vorcha werden sie sehen. Natürlich nur, wenn die sie nicht zuerst entdecken. Erzählen Sie mir mehr über die Blue Suns. Sie sind eine Söldnertruppe, hauptsächlich Turianer. Sie haben früher diesen Bezirk beherrscht und hielten alles ordentlich und stabil. Jedenfalls zum größten Teil. Wer seine monatlichen Schutzgelder bezahlte, hatte auch wirklich seine Ruhe. Sie haben auch gar nicht so viel verlangt. Zumindest nicht für die Verhältnisse auf Omega. Und dann brach diese verdammte Seuche aus. Überall Tote. Als nächstes kam die Vorcha. Die Blue Suns verloren die Kontrolle und der gesamte Bezirk wurde zum Kriegsgebiet. Was können Sie mir sonst noch über die Seuche erzählen? Wann hat das alles angefangen? Die ersten Fälle gab es vor ungefähr 2 Wochen. Niemand hat groß darauf geachtet, bis die Epidemie losbrach. Es dauert etwa eine Woche bis zum Tod. Aber die Seuche verbreitet sich sehr schnell. 3 Tage nach dem ersten Opfer gab es schon über 50 Fälle. Plötzlich fiel allen auf, dass Menschen nicht krank wurden. Als nächstes kam die Quarantäne und dann brach die Hölle los. Wissen Sie, wie die Opfer sich angesteckt haben? Nicht genau.
Vermutlich über die Luft, aber selbst als die Blue Suns die Opfer in ihren Apartments eingeschlossen hatten, breitete sich die Seuche weiter aus. Jetzt werden die Opfer einfach niedergeschossen und auf der Straße verbrannt. Scheint aber trotzdem nicht zu helfen. Die Leute sterben weiter zu Dutzenden. Ich muss Mordin Solus finden. Ach ja, der hat eine Klinik auf der anderen Seite des Bezirks. Er soll jetzt Flüchtlinge aufnehmen. Er versucht den Seuchenopfern zu helfen und bietet Schutz vor den Suns und den Vorcha. Na klar, ein Arzt mit Militärmax, der den Leuten umsonst hilft. Auf Omega. Wir sind doch nicht bescheuert. Sie halten wohl nicht sehr viel von dem Doktor und seiner Klinik. Die Vorcha wollten seinen Laden übernehmen. Er hat sie alle niedergemäht, einfach so, pop, pop, pop. Er musste nicht mal seine Max einsetzen. Dann hörten die Blue Suns, dass er Menschen Zuflucht gewährte und wollten die Klinik niederbrennen. Er hat sie auch umgebracht. Dann ging er wieder rein und hat weitergearbeitet. Eiskalt. Salarianische Spezialeinheit oder sowas. Sie können nicht in diesem Apartment bleiben, das ist eine Todesfalle. Bei Mordin haben sie wenigstens eine Chance, das Ende der Quarantäne zu erleben. Sind sie wahnsinnig? Das würden wir niemals schaffen. Auf den Straßen wimmelt es von Blue Suns und Vorcha. Und wir haben nicht mal Pistolen. Außerdem setze ich mein Leben nicht für das Gerücht aufs Spiel, dass ein Salarianer mir Zuflucht gewährt. Ich weiß, dass Sie Angst haben, aber Ihre einzige Hoffnung besteht darin, es bis zu Mordins Klinik zu schaffen. Mich werden die Blue Suns und die Vorcha beschießen, deshalb kann ich sie nicht mitnehmen. Eines verspreche ich Ihnen. Ich tue mein Möglichstes, um Ihnen einen Weg freizuräumen, damit Sie mir folgen können. Es ist riskant, aber ich sehe für Sie keine andere Chance. Okay. Sie haben recht. Wir schaffen es auf keinen Fall, wenn wir hier bleiben. Wir müssen es versuchen. Wir warten hier eine Weile und geben Ihnen Zeit, um den Weg freizuräumen. Dann brechen wir auf zu Mordins Klinik. Wenn wir Glück haben, treffen wir uns ja vielleicht dort. Das nehme ich mit. Ich gehe raus. Wir haben uns gesehen. Gute Reise.
Die Blue Suns haben einen Großteil ihres Reviers aufgegeben. Das ist nicht gut für sie. Hey, was habe ich gesagt? Wir haben die Sachen gefunden. Sie gehören uns. Ah, vergessen Sie es. Hier liegt nur Müll rum. Ist ja schlimmer als das Letzte. Was machen Sie in diesem Apartment? Haben Sie diesen Turianer getötet? Was? Der Typ, der auf dem Boden? Nein, um den hat die Seuche sich gekümmert. Wir machen nur eine vollständige Bestandsaufnahme seiner weltlichen Güter. Die Toten bestehlen. Das ist ziemlich niederträchtig. Wozu die Aufregung? Die werden nichts davon vermissen. Wir beweisen hier lediglich ein wenig Unternehmergeist. Die Seuche betrifft Menschen nicht, also können wir doch einen Vorteil für uns rausschlagen. Außerdem, wenn wir es nicht nehmen, holen sich's die Watcher oder die Blue Suns. Besser wir als die, oder nicht? Schluss mit der Plünderei. Sonst? Wollen Sie uns erschießen? Das habe ich schon aus unwichtigeren Gründen getan. Ich glaube nicht, dass sie scherzt, Mann. Hey, Moment mal. Niemand muss hier seine Waffe abfeuern. Wir hören damit auf, okay? Wir wollten nur etwas schnelle Kohle machen. Dafür draufzugehen gehört nicht zum Plan. Wir hören damit auf. Im Ernst, ich schwör's. Kennen Sie einen Salarianer namens Mordin Solus? Ja, den kenne ich. Hat eine Klinik gleich hier um die Ecke. Wenn Sie dahin wollen, brauchen Sie jede Menge Munition. Dort wimmelt's nur so von Blue Suns und Watcher. Die Blue Suns kontrollieren diesen Bezirk, richtig? Das haben sie, bevor die Seuche die Hälfte von ihnen ausradiert hat. Jetzt dauert es wohl nicht mehr lange, bis die Watcher ihnen den Rest geben. Mir tut's irgendwie leid, dass sie untergehen. Die Blue Suns haben den Bezirk mit harter Hand geführt, aber meistens war wenigstens Ruhe. Was wissen Sie über die Watcher? Die Blue Suns haben sie immer in Schach gehalten. Aber seit so viele Suns krank wurden, arbeiten die Watcher daran, den Bezirk zu übernehmen. Keine Ahnung, wer am Ende die Oberhand behält. Wir jedenfalls halten uns aus der Nummer raus. Was können Sie mir sonst noch über die Seuche erzählen? Weiß nicht, hat vor einer Woche oder so angefangen. Die Aliens sind an allen Ecken umgekippt, dann wurde der Bezirk unter Quarantäne gestellt. Es war klar, dass wir für uns selbst sorgen müssen. Also haben wir ein paar Apartments durchstöbert und mitgenommen, was wir tragen konnten. Es schien uns eine gute Idee zu sein. Wir haben wohl nicht gründlich genug darüber nachgedacht. Erzählen Sie mir alles, was Sie über Mordin Solus wissen. Der Typ ist verrückt. Er verbindet dir umsonst eine Schusswunde, aber wenn du ein paar Schmerztabletten abgreifen willst, tritt er dir in den Arsch und wirft dich raus. Mal ehrlich, Mann. Das war doch zu erwarten. Er ist mehr als ein Arzt. Kein Arzt erledigt so souverän eine ganze Einheit der Blue Suns. Ich weiß nur eins. Wenn Sie in seine Klinik gehen, sollten Sie besser keinen Ärger machen. Wir müssen gehen. Natürlich. Wir bleiben nur eine Weile hier und ruhen uns ein bisschen aus. Keine Sorge, Sie haben sich klar genug ausgedrückt. Wir werden nichts stehlen. Keine Dummheiten, sobald sie in der Klinik sind. Außer sie wollen sich mit den Mechs anlegen. Erledigt. Das Feld ist sicher! Mordin muss hier irgendwo sein. Reden Sie mit ihm. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Tut mir leid. Für Plaudereien habe ich keine Zeit. Sie sollten lieber Mordin finden. Mordin hat mir das Leben gerettet. Ich schulde ihm alles. Professor, uns geht das Hypoxidin aus. Nehmen Sie Malanarin. Davon ist genug da und es ist fast genauso gut. Dann bei Batarianern zu kämpfen. Daher zusammen mit gutem Wohlfahrt. Malanarin, gutem Wohl, verstanden.
Ergebnisse nicht verlässlich. Demozan ist die bessere Lösung. Nein, Demozan ist für Menschen giftig. Also keine Option. Keine Option. Professor Mordin Solus? Kein Einheimischer. Zu gut bewaffnet für Flüchtlinge. Keine Söldneruniform. Quarantäne besteht immer noch. Aus anderem Grund hier. Roger? Beseitigung? Unwahrscheinlich. Roger nur Symptom, nicht Ursache. Die Seuche? Untersuchung möglicher Biowaffe? Nein, zu viele Waffen. Zu wenig Gerätschaften zur Datensammlung. Soldaten? Keine Wissenschaftler. Gedungene Mörder vielleicht? Nur die Ruhe, Mordin. Ich bin Commander Shepard und ich habe nach Ihnen gesucht. Ich bin mit einer sehr wichtigen Mission betraut und brauche Ihre Hilfe. Mission? Was für eine Mission? Nein, zu beschäftigt. Klinik unterbesetzt. Seuche breitet sich zu schnell aus. Wer schickt sie? Haben Sie je von einer Organisation namens Cerberus gehört? Wege haben sie schon gekreuzt. Dachte, sie arbeiten nur mit Menschen zusammen. Wozu Anforderungen von Hilfe durch Salarianer? Die Kollektoren entführen ganze Menschenpopulationen. Wir werden den Grund dafür herausfinden und sie aufhalten. Kollektoren? Interessant. Seuche in den Slums wurde künstlich hergestellt. Kollektoren, eine der wenigen Gruppen mit dazu nötiger Technologie, haben vielleicht ähnliche Ziele. Aber muss erst Seuche aufhalten. Habe bereits Heilmittel. Muss es verteilen über Umweltkontrollzentrum. Wird von Watcher bewacht. Müssen ausgeschaltet werden. Ich übernehme das und kümmere mich um die Watcher. Was zum Teufel war das? Die Watcher haben die Umweltsysteme abgeschaltet. Sie wollen alle töten. Wieder einschalten, unbedingt notwendig. Sonst erstickt der ganze Bezirk. Hier, nehmen Sie Heilmittel für Seuche. Dazu als Vertrauensbonus Waffe von toten Söldnern der Blue Suns. Könnte sich gegen Watcher als praktisch erweisen. Eines noch. Daniel, einer meiner Assistenten. Er ging ins Revier der Watcher, um nach Opfern zu suchen. Ist nicht zurückgekommen. Wenn ich ihn sehe, tue ich mein Möglichstes, um ihm zu helfen. Danke. Sagte ihm, er soll nicht gehen. Aber er ist klug. Hat eine große Zukunft. Ich habe in der Nähe des Eingangs zu diesem Bezirk ein batarianisches Seuchenopfer gefunden. Können Sie ihm Hilfe schicken? Riskant. Blue Suns und Watcher kämpfen noch. Bezirk nicht sicher. Mal sehen, was ich tun kann. Was können Sie mir über die Seuche sagen? Fortschrittliche Entwicklung. Hatte Kollektoren schon vorher im Verdacht. Zweck vermutlich experimentell. Zerstört Atmungsorgane und führt zu schädlichen genetischen Mutationen. Es ergibt Sinn, die Menschen auszuklammern. Unnötig menschlichen Genen Mutationen aufzuzwingen, nur um Varianzen zu überprüfen. Unnötige Mutationen? Wovon reden Sie da? Mögliches Ziel des Virus. Teste machbare Mutationen bei verschiedenen Spezies. Schrecklich, aber plausibel für die Kollektoren. Menschen haben genetische Vielfalt, größer als bei anderen intelligenten Spezies. Sinnvoll, sie als Kontrollgruppe einzusetzen. Was wissen Sie über die Watcher? Feige, opportunistische Raubtiere. Ohne taktisches Denken. Eigentlich nicht aggressiv. Ausmaß des Angriffs ungewöhnlich für sie. Vermute, dass Watcher für Kollektoren arbeiten. Ausbreitung der Seuche, Sammeln von Daten. Bisher kein Beweis, aber Theorie passt zu Indizien. Hatten Sie Ärger in der Klinik? Nichts Schlimmes. Blue Suns wollten Menschen holen, haben gedroht. Habe sie beseitigt, bevor die Lage eskalierte. Für einen Arzt bleiben Sie erstaunlich ruhig, wenn Sie erzählen, dass Sie eine Gruppe Söldner ausgeschaltet haben. War nicht immer Arzt. Habe bei Special Task Group der Salarianer gearbeitet. Kann auf mich selbst aufpassen. Das ist der Vorteil, wenn man Salarianer ist. Turianer, Kroganer, Watcher sind alle offensichtliche Bedrohungen. Mich sieht niemand kommen. Haben Sie eine Idee, wo ich Daniel finde? Nein. Infizierte Batarianer sollen hinter den Watcher-Linien eingeschlossen sein. Daniel wollte ihnen helfen. Habe ihn davor gewarnt. Zu gefährlich. Die Patienten hier brauchen ihn. Hat sich trotzdem weggeschlichen. Wollte ihn selbst suchen, kann aber die Klinik nicht verlassen. Muss mich um die Patienten kümmern. Los, zur Umweltanlage. Ja, gut. Energieversorgung wiederherstellen. Auf unserem Weg hierher haben wir Menschen gesehen, die Apartments der Toten geplündert haben. Mir ist richtig schlecht geworden. Diese Klinik ist eine Zuflucht. Wenn Sie Ärger machen wollen, gehen Sie besser woanders hin.